Wie viel Transparenz braucht es bei Polizeimeldungen und der Sozialhilfe? Nicht nur die nationalen Vorlagen, sondern auch die kantonalen vom nächsten Sonntag sorgen für hitzige Diskussionen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem weiteren Abstimmungskonkret. Was für Überwachungsmöglichkeiten sollen die Gemeinden bei Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch in Zukunft haben? Sollen sie dürfen GPS brauchen und unangemeldete Hausbesuche machen? Oder stellt man damit alle Sozialhilfebezüger unter Generalverdacht? Um Transparenz geht es auch bei der Vorlage, bei den Nennungen der Nationalitäten, bei Polizeimeldungen. Wie wichtig ist diese Information oder schürt sie vor allem Vorurteile? Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meine Gäste. Herzlich willkommen, Linda Kamenisch, FDP-Kantonsrätin und Mitglied der Sozialkommission. Als ehemaliger Sozialvorstand von Wallisellen setzt sie sich schon lange für den Einsatz von Sozialdetektiv ein, ist aber enttäuscht über das neue Gesetz und lehnt es darum in dieser Form ab. Und bei uns ist auch der Lorenz Schmid, CVP-Kantonsrat, ebenfalls Mitglied der Sozialkommission. Er und seine Partei stimmen dem neuen Gesetz zu, damit im ganzen Kanton endlich die gleichen Regeln gelten. Grüezi miteinander. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist in diesem Zusammenhang auch unter Fachleuten unbestritten, Linda Kamenisch. Nicht einig ist man sich aber mit welchen Mitteln. Warum sollen GPS-Tracking und unangemeldete Hausbesuche möglich sein? Also zuerst geht es ja eigentlich grundsätzlich darum, dass wir im Kanton Zürich alle mit gleichen Messlatten können, umgehen können. Und zwar geht es hier um eine rechtliche Grundlage für alle Gemeinden und Städte im Zusammenhang mit dem Einsatz von Sozialdetektiven. Das war auch unser Ansatz gewesen, im Zusammenhang, wo wir das Gesetz entwickelt haben. Übrigens gemeinsam. Wir haben Stunde um Stunde miteinander haben wir da Paragraphen gewälzt, weil wir uns ja sehr stark angelehnt haben als Bundesgesetz im Zusammenhang mit dem Sozialversicherungsdetektiv. Also es geht darum, dass jahrelang behauptet worden ist von Seite vom Regierungsrat Fair, dass es lange für solche Einsätze, was wir im Sozialhilfegesetz haben. Und dann, wissen die alle zusammen, ist das losgegangen im Zusammenhang mit der Stadt Zürich, wo der Raphael Golta ja eigentlich sehr ein gutes System hat mit den Inspektoren. Haben übrigens andere Gemeinden dort können Leistungsvereinbarungen machen, dass sie das nicht haben müssen selber machen und haben das wie können buchen, oder wenn sie so einen Fall hatten. Und wo er auch in diesem Zusammenhang aber auch GPS-Tracking vorgesehen hat. Weil die Inspektoren haben gesagt, wir müssen die richtigen Werkzeuge haben, um überhaupt unsere Aufgabe wahrnehmen. Gut, und dann ist ja das kassiert worden und nachher hat die Stadt Zürich selber eine Verordnung gemacht und dann sind wir aufs Tapet gekommen, weil wir gesagt haben, das kann es jetzt aber nicht sein, dass wieder jede Gemeinde oder Stadt macht selber eine Verordnung. Wir wollen klare rechtliche Grundlagen im ganzen Kanton, die gleichen für den Einsatz von Sozialdetektiven. Und dann sind wir als Ausschaffen gegangen von dieser Gesetzesvorlage. Ich bin der Meinung, dass wir sehr eine ausgewogene Vorlage angebracht haben, weil wir müssen ja sehen, es ist einfach, dass man etwas im Gesetz hat, das verbindlich ist, aber es heisst nicht, dass jetzt ständig Sozialdetektiv eingesetzt werden, weil das ist das letzte Mittel. Ja, aber damit wir in der ganzen Aufarbeitung noch mal weiterkommen, also man hat gesehen, was man will, ihr habt da ein Gesetz ausgearbeitet, das entspricht jetzt aber nicht mehr dieser ursprünglichen Idee, verstehe ich das richtig? Ja, also man hat wirklich an einer sehr guten, ausgewogenen Vorlage sämtliche Zähne gezogen. Sprich, was wir jetzt haben, ist ein Papiertiger, der überhaupt nicht hilft in der Umsetzung und beim Einsatz von Sozialdetektiven. Weil es ist wirklich, das sind wenige Fälle, wo eine Gemeinde findet, wir brauchen jetzt Sozialdetektive und wo man auch noch findet, das geht nur mittels GPS-Tracking. Wir haben ja in unserem Gesetz, darf ich noch etwas sagen zum GPS-Tracking? Ja. Ein Satz. Und ZAP wäre bewilligungspflichtig gewesen, in unserer Vorlage an ein Gericht gelangen. Weil das ist die letzte, harte Massnahme, wenn alle anderen vorhergehenden Mittel versagt hätten
Und wir haben vorgesehen, dann hat man müssen beim Gericht eine Bewilligung einholen für das GPS-Tracking. Ein zahlloser Tiger, Lorenz Schmid. Wenn man jetzt der Aufarbeitung zulässt von Linda Kamenisch, dann muss man sich fragen jetzt, nützt denn ein Gesetz überhaupt etwas, wenn es das GPS-Tracking nicht drin hat, wenn es die unangemeldeten Hausbesuche nicht drin hat, wenn die Sozialdetektive aus ihrem Alltag sagen, ja, wir brauchen dann auch die richtigen Mittel, dass wir überhaupt arbeiten können? Wir sind gestartet von gar keiner Gesetzesgrundlage, oder? Im Kanton Zürich haben wir keine gehabt, und das ist die Geschichte, dass da Kassierungen stattgefunden haben und so weiter. Notabene ist auch die Vorlage vom Dings, vom Stadtrat, ist ja dann nachher vom Bezirksrat verneint worden, oder? Aufgrund von einer Einsprache. Also, es braucht eine Gesetzesgrundlage, um so etwas machen zu können. Das ist ja unbestritten. Ja, ist nicht ganz unbestritten. Mario Fehr hat immer gesagt, es brauche ich gar nichts. Aber mittlerweile sind wir doch so weit, dass wir sagen, es braucht eine Gesetzesgrundlage. Wir haben also gar keine gehabt. Dann haben wir eigentlich eine gemeinsam formulieren, wo wir auch unter dem Bezirksgericht hat können gewisse GPS-Trackings und so weiter hat können genehmigen unter dem Gericht. Das heisst, dass doch eine relativ gut hohe Hürde, da sind wir auch dafür, dass die Sozialbehörden müssen Hürden übersteigen, dass sie dürfen so einschneidende Massnahmen wie ein Tracking müssen auch einholen für diese Massnahmen. Und dann sind die Sozialdemokraten und die Grünen haben dieser Vorlage schon sehr viel Zeit gezogen. Das muss ich zugestehen, sie ist jetzt im Raum, es ist wenigstens eine Vorlage, die Sozialdetektiven zulässt. Nicht gerade im Wunsch, wie wir es formuliert haben. Wir sind zum Schluss gekommen von der Partei, dass wir sagen, lieber haben wir jetzt eine Gesetzesgrundlage, auch wenn sie nicht alle Möglichkeiten bietet. Da sind ja Möglichkeiten, Verschärfungen noch zusätzlich möglich in Zukunft, aber wir haben zumindest etwas erreicht. Aber die CVP ist die einzige, sag ich mal, bürgerliche Mittepartei, die das Gesetz jetzt annimmt, oder? Wir sind die Einzigen, jetzt, die es annehmen. Ich muss sagen, wir sind in der Fraktion drin, sind wir 4-4 gewesen. Also es ist bei uns nicht ganz klar, richtig, ob wir hinwollen, das Gesetz jetzt zustimmen oder nicht. Wir haben nachher in der Delegiertenversammlung eigentlich eine satte Mehrheit bekommen. Einfach mit der Conclusion, wir wollen zumindest etwas erreicht haben und nicht einfach nach 3 Jahren sagen, zurück an die Anfänge und alles ist umsonst gewesen. Das ist nicht zielführend. Wir sind pragmatisch, haben wir jetzt der momentanen Gesetzesgrundlage, Gesetzesvorlage, haben wir jetzt zugestimmt. Wir haben zumindest etwas erreicht. Also der Vorwurf, dass man quasi alle Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger unter Generalverdacht stellt, indem man würde so ein GPS-Tracking und die Hausbesuche eben zugestehen, der lohnt sich nicht gelten, Frau Kamenisch? Nein, also die Hausbesuche ist sowieso ein totaler Nebenschauplatz, weil Hausbesuche, die kann man auch machen ohne Gesetz. Und zwar ist sowieso in den meisten Fällen bis jetzt, da schickt man eigentlich nicht einen Sozialdetektiv, sondern Hausbesuche, Unangemeldete, das macht in der Regel jemand von der Sozialbehörde zusammen mit jemandem, mit dem Sozialarbeiter. Dort geht es um eine Bestandesaufnahme, wie viele Leute wohnen da drin, ist alles rechtmäßig mit der Anmeldung, dann wie sind die Verhältnisse dort drin in der Wohnung, wenn es im Zusammenhang ist, auch mit Gefährdungsmeldungen oder so. Also das ist kein Problem, weil der Klient muss dich auch nicht reinlassen. Oder der Witz vom Unangemeldeten ist ja, dass man sich nicht vorbereiten kann, aber das muss man sich so vorstellen, da gehe ich jemand vorbei, läutet, und wenn dann der Klient sagt, ich lasse ihn nicht rein, dann kann man nicht rein. Es würde aber einfach nachher heissen, Klient XY hat die Leute, die wollen eine Standesaufnahme machen, hat es nicht reinlassen. Der Punkt dort ist einfach wirklich, wir haben es wollen ins Gesetz hinein tun. Wenn wir schon so eine gesetzliche Grundlage machen, haben wir das einfach hinein tun. Aber das hat im Prinzip mit dem Sozialdetektiv nur am Rand etwas zu tun. Es kann sein, dass zusätzlich die Sozialdetektiv das auch noch machen. Also Knacknuss ist das GPS-Tracking. Aber es ist eben nur die Halbwahrheit jetzt vom Lorenz Schmid. Also, dass es dann ganz von unserer Seite gestorben ist, das war dann das Letzte gewesen, wo die Grünen auf den letzten Drücker den Antrag durchgebracht haben, dass Sozialbehörden einen Antrag stellen am Bezirksrat für grundsätzlich den Einsatz von Sozialdetektiv. Und das war in unseren Augen ein Killerkriterium gewesen. Da haben wir gesagt, jetzt können wir
Also, es ist ja auch die vorgängige Bewilligungspflicht, die der Gemeinde, also ein Teil der Gemeinde Sorgen gemacht hat. Darum ist es ja auch zu dem Gemeindereferendum gekommen, Lorenz Schmid. Also, so ganz ohne ist es gleich nicht, oder? Ja, die Bewilligungspflicht ist von den Grünen und auch von den Grünliberalen natürlich mitgetragen worden. Und sie garantiert zumindest, dass im Bezirk über den Bezirksrat gleiche Modalitäten für eine Bewilligung oder besser gesagt bei einem Vorgehensweise, bei einem Sozialhilfedetektiv jetzt dadurch garantiert ist. Aber wir haben Angst, eigentlich über Angst, dass wertvolle Zeit verloren geht, ist die dann unbegründet? Der Bezirksrat hat uns eigentlich garantieren können, dass er solche Anfragen relativ schnell innerhalb 3 bis 5 Tage genehmigen kann. 3 bis 5 Tage, Linda Kamenisch, jetzt aus der Erfahrung heraus, ist das jetzt für jemanden, der nichts mit dem zu hat, ist das viel Zeit, ist das wenig Zeit, ändert sich in 3 bis 5 Tagen dann überhaupt etwas? Also, das geht gar nicht. Also, als Gemeindeexekutive, die ständig auch mit dem Bezirksrat zu tun hat, weiss man, also die haben, wenn es gut kommt, einmal in der Woche Sitzung, nicht einmal das immer, oder? Und ich meine, wenn wir nur schon gesehen haben, wie lange das gegangen ist, um die Rekurs zu bearbeiten, oder? Also das ist wirklich, also das ist gar nicht machbar von Seite vom Bezirksrat, wie die organisiert sind, dass die könnten innerhalb von 3 Tagen so einen Entscheid fällen. Aber das Hauptkriterium ist nicht das, sondern das Hauptkriterium ist gegen den Bezirksrat. Der Bezirksrat ist Aufsichts- Rekursbehörde. Auch jeder Klient, der Einsprache erhebt gegen irgendeine Massnahme im Zusammenhang mit der Sozialhilfe, geht ja am Bezirksrat. Jetzt könnte es ja sein, dass wenn jetzt die noch Genehmigungsbehörde werden, dass die einen Fall bearbeiten müssen von einem Klient, den sie schon vorher haben müssen im Zusammenhang mit einem Rekurs bearbeiten. Also, das beißt sich doch in meinen Augen total. Also das ist nicht problematisch oder zu vernachlässigen? Oder warum haben Sie gesagt, mal, das können wir gleich akzeptieren? Also erstens mal hätte uns Bezirksrat, würde uns garantieren, dass er das so organisiert, dass er relativ schnell ist. Er würde es wahrscheinlich in einem Gremium bewilligen, es wäre also immer die gleiche Person. Zweitens, der Rekurs würde nachher dann halt im Ausstand von dieser einzelnen Person müssen stattfinden, oder? Das ist machbar. Der Rekurs ist auch etwas, das viel, viel mehr Recherchen braucht. Ich glaube, wenn eine gut aufgearbeitete Anfrage für eine Bewilligung von einer Gemeinde an den Bezirksrat kommt, kann man das relativ speditiv tätigen. Meines Erachtens eben die Garantie, dass man es über den ganzen Bezirk gleich macht, ist sicher ein Gewinn. Wir haben zuerst in der ersten Vorlage haben wir das auch nicht drin gehabt. Es ist von der Linken gefordert worden. Es ist von der GLP natürlich auch unterstützt worden, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich wollte eigentlich weiterhin das Vertrauen in die Behörden lassen. Und nachträglich, jeweils beim Jahresbericht, hat man über den Bezirksrat das können auch wieder garantieren, dass man gleiche Kirchen, gleiche Elenen verwenden für die Bewilligung. Jetzt ist es halt ein vorausgebender Prozess, der den Prozess nicht sehr stark verlangsamt und nicht verunmöglicht. Also Linda Kamenisch hat das Beispiel von der Stadt Zürich, vom Stadtrat von Raphael Golta angesprochen. Er sagt ja vor allem im Zusammenhang mit Schwarzarbeit oder mit zusätzlicher Arbeit ist es gar nicht anders möglich als mit GPS-Tracking, dass man das überhaupt kann so nachweisen, dass es dann auch wird verheben. Da können aber 3 bis 5 Tage schon lang sein. Ja, das GPS-Tracking ist jetzt in der momentanen Vorlage ja gar nicht mehr drin, oder? Es muss jetzt über die Polizei gemacht werden. Es geht nicht mehr über die Sozialhilfedetektive. Die Vorlage, die wir jetzt als Vorlage zum Ablehnen oder zum Zustimmen haben, die sieht kein GPS-Tracking mehr vor. Das ist eigentlich schade. Das GPS-Tracking stelle ich mir vor, dass es in einer nächsten Revision müsste dann wieder nachrutschen. Wir sagen pragmatisch zum momentanen Gesetz, wir klammern uns an dem, was wir erreicht haben nach 3 Jahren, klammern uns fest. Wir müssen schon sehen, momentan sind wir so positioniert, dass die AL und Sozialdemokraten oder die Grünen ohne grosse Begeisterung oder sogar ablehnend sind für das Gesetz als erste Minderheit und die Rechten, die SVP und die FDP, ablehnend sind auch gegen das Gesetz. Also wir haben 2 Minderheiten, die sich da und da positionieren. Und jetzt stelle ich mir natürlich als CVP, als die Mitte vor, ja, sagen wir doch, wenn wir 2 Pole haben, die sich nicht einmal finden können, müssen wir uns zumindest jetzt zum Kompromiss jetzt finden können. Und darum stehen wir zu dem Kompromiss, auch wenn er nicht in allen Formen ideal ist.
Frau Kamenisch, da kommt eine andere Frage ins Spiel, nämlich wieso macht das nicht überhaupt die Polizei? Da werden sich die einen oder anderen fragen. Also wenn jetzt die Gemeinde einen Verdacht hat, dass einer einen Sozialhilfemissbrauch, dass da etwas vonstatten geht, wieso geht man nicht gerade von Anfang an mit der Polizei? Ja, das ist jetzt ein guter Punkt. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich dann Konsequenz aus dem Ganzen daraus. Wenn jetzt das Gesetz angenommen werden sollte, dann müsste ich jeder Gemeinde raten, dann macht er in Zukunft einfach gerade eine Strafanzeige. Weil, wieso soll eine Gemeinde noch selber Geld in die Hand nehmen? Weil so Sozialdetektiv, das ist teuer. Das macht man nur wirklich in einem grossen, wenn man einen grossen Verdacht hat. Und zwar reden wir dann nicht mehr von Missbrauch, sondern wir reden von Betrug, oder? Es muss recht viel, also ein recht grosser finanzieller Betrag hinten dran sein, wo die Gemeinde vermutet, dass sie hintergangen worden ist. Mit dass dem. Sich das überhaupt rechnet. Ja, weil sonst bringt es nichts, oder? Und dann muss man wirklich sagen, und das kommt relativ selten vor, aber wir haben eben genau für diese seltenen Fälle halt rechtliche Grundlagen. Aber wenn man das hat als Gemeinde, also ich in meinen 12 Jahren habe genau 3-mal Sozialdetektiv durch meine Behörde bewilligen lassen und eingesetzt, oder? Und zwar wirklich, wo wir dort das Gefühl hatten, da ist mehr dahinter. Und zwar genau halt auch bei allen 3 Fällen im Zusammenhang mit Schwarzarbeit oder dass die Leute sogar sonst irgendwie noch halt Renten bekommen, wo sie uns nicht angegeben haben und dass sich das Einkommen einfach kumuliert hat bis zu einem, ja, wo wir einfach gemerkt haben, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen, wie die leben mit dem, was sie von uns bekommen. Gut. Also, das haben wir aber eigentlich nicht wollen, weil wir eben nicht haben wollen, gerade mit der grossen Kelle, sprich mit der Strafanzeige, arbeiten. Weil dann ist der Klient wirklich, dann ist er gerade in einem Verfahren drin. Eine Strafanzeige macht die Behörde, eben, wenn sie genug Verdacht hat. Wir wollen erst eine Strafanzeige machen, wenn man genügend Beweismittel hätte, oder? Weil es kann ja sein, dass der Klient auch entlastet wird, dass hinter dem Ganzen wirklich, man hat sich geirrt, oder? Aber Lorenz Schmid, ist das jetzt nicht genau in die Richtung, wo man sie eigentlich nicht will? Also, dass man nicht gerade schon von Anfang an beim ersten, sag jetzt mal, Verdachtsmoment, alle Leute gerade mit einer Strafe anzeigen und die Polizei, tut man nicht genau das bewirken, was man nicht will, nämlich nicht alle unter Generalverdacht stellen, sondern weil man die Mittel nicht hat, schickt man einfach schon gerade von Anfang an mal die Polizei vorbei. Also, das ist ja dann eigentlich gerade die Umkehr, nicht? Es gibt nach wie vor jetzt, mit dem neuen Gesetz gibt es ja die Möglichkeit, ich kann, gerade für Schwarzarbeit, habe ich Sozialdetektive, oder? Für das brauche ich nicht unbedingt das GPS-Tracking. Oder, sondern? Ja, aber, also der Raphael Golta sagt, ohne nein, das geht es nicht. Nein, aber es geht dort natürlich über Bildmaterial. Und Bildmaterial kann ich machen mit der Bewilligung vom Bezirksrat. Da brauche ich nicht unbedingt das GPS-Tracking. Der also Herr Golta sagt, bei Schwarzarbeit. Er sagt, vorwiegend bin natürlich Missbrauch Autos und Besitz von Fremdeigentum, Eigentum und so weiter. Dort brauche ich das Tracking, gerade beim Autodelikt. Das sind auch die Delikte, die ja die Sozialhilfebezüger global, also als Gruppe, sehr stark verletzen, wenn es dort einen Missbrauch gibt. Ich finde es immer sehr, sehr tragisch, wenn Sozialhilfe an und für sich so in den Dreck gezogen wird von den Medien, weil es nur 1, 2, 3 schwarze Schafe gibt. Die müssen wir vermeiden. Für das braucht es Tracking und für das gibt es einfach im zweiten Möglichkeit, ein zweites Verfahren gibt es nachher halt wirklich die Strafanzeige. Notabene macht das Winterthur als Stadt schon häufig. Es gibt so eine gewisse Kriminalisierung natürlich in dem ganzen Prozess. Wenn man eine Strafanzeige macht, dann muss die Polizei untersuchen. Und die nimmt nicht nur, was in der Fragestellung von der Gemeinde her gekommen ist, sondern die nimmt natürlich den Klient als Ganzes. Oder? Da wird er vielleicht noch Parallelitäten von anderen Delikten feststellen. Die Polizei muss alles ermitteln. Der Sozialhilfedetektiv oder der Detektiv, der würde nur fokussieren auf die beantragte Fragestellung, was will ich über den Klient wissen. In dem Sinne ist es sicher ein tieferes, ein angenehmeres Verfahren, ein niederschwelliges Verfahren, aber jederzeit ist die Strafanzeige on the top möglich. Aber ist jetzt nicht gerade Sozialhilfe so ein sensibler Bereich bezüglich auch ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung, dass man jetzt da hergeht und nach 3, 4 Jahren ein Gesetz präsentiert, wo sie selber sagen, ja, wir haben eigentlich anders wollen, aber jetzt haben wir dann wenigstens, wir haben es nicht so, wie wir es wollen, aber wir haben eine gesetzliche Grundlage. Ist das nicht
für die Akzeptanz von dieser ganzen Übung, gerade von Sozialhilfe, Sie haben vorher Vorurteile angesprochen, ist das nicht einfach auch der falsche Ansatz? Der falsche Ansatz, das ist der, der parlamentarisch jetzt momentan einfach möglich ist. Ich führe es noch einmal aus. Es sind momentan zwei Minderheiten, die eine Minderheit rechts von der Mitte, die andere links von der Mitte, die beide gegen das Gesetz sind. Dann kann ich mir durchwegs vorstellen, wahrscheinlich hat man da die goldene Mitte getroffen. Und zu dieser stehe ich pragmatisch also auch nicht bringt, so ganz überzeugt. Aber sie bringt im Alltag aus ihrer Sicht, sie wird etwas bringen, so wie sie das Gesetz. Also nicht nur auf dem Papier eine rechtliche Grundlage, sondern sie bringt in der Umsetzung. Also für aber Bildmaterial kann man Sozialdetektive einsetzen, man kann es nicht für Tracking einsetzen. Aber das ist das. Der Lorenz Schmid. Ja. Aber jetzt führst du dich ja gerade selber vor. Ich meine, du hast mit uns zusammen an dem gearbeitet. Und dann am Schluss hast du ja nur die Hälfte von deiner Fraktion dazu gebracht, um gegen das zu stimmen. Weil mit euch hätten wir ja das durchgebracht. Also jetzt sagst du ja gerade selber, ja, man müsse da pragmatisch etwas finden. Nein, wir hatten wirklich eine ausgewogene Vorlage gehabt. Und mit euren Stimmen hätten wir es durchgebracht. Und dann hätten wir jetzt die rechtlichen Grundlagen. Wir sind anders. 2019 gibt es die Mehrheiten nicht mehr. Die SVP, FDP und die CVP miteinander bringen keine Mehrheit mehr. Aber das bringt uns jetzt da nicht weiter. Das bringt jetzt da nicht weiter. Nein, das bringt nicht weiter. Ich sage jetzt einfach nur, wir haben das Mal zubereitet während 3 Jahren. Jetzt haben wir halt nur die Hälfte von dem Mal auf dem Tisch. Jetzt kann man sagen, ja gut, ich schmeiße den ganzen Kübel wieder zurück und hungere oder ich nehme wenigstens das, was also gut, ist. Also gut, das ist pragmatisch. Linda Kamenisch, vielleicht bevor wir noch einen Gump zu der nächsten Vorlage machen. Was bringt denn jetzt das Gesetz? Also man sagt, es ist nicht so mit allen, ich sage jetzt mal nicht mit allen 4, 5 Gängen, die wir so uns vorgestellt haben, aber wir haben jetzt mal eine Grundlage. Was bringt es uns? Was bringt es? Es bringt nicht alles, aber es bringt etwas. Nein, es bringt nichts und es nimmt der Sozialbehörde, der demokratisch gewählten Sozialbehörde, einfach noch das bisschen Kompetenz, die die sonst schon nur noch ganz wenig haben, weil Sozialhilfe ist im Grossen und Ganzen einfach reiner Vollzug, der muss bewilligt werden, weil alles gesetzlich vorgegeben ist. Also zurück auf Feld 1 wäre besser. Ja, dann gehen wir lieber so, wie wir haben es im Sozialhilfegesetz ist drin, für den Vollzug der wirtschaftlichen Hilfe sind Gemeinden zuständig. Sie müssen sicherstellen, dass die Leute die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und sie zahlen sie auch zu 96%. Da haben wir keine einheitliche Lösung im Kanton. Plus steht auch im Gesetz drin, dass Missbrauch geahndet werden muss. Bei Verdacht, dass unrechtmäßig bezogener Sozialhilfebezug um ist, müssen ebenfalls Gemeinden dafür sorgen, dass das aufgearbeitet wird. Und genau der Gemeinde, sprich der Sozialbehörde, wo man diese Kompetenz entziehen und am Bezirksrat. Da haben wir nicht viel mehr zurück auf Feld 1, haben wir nicht viel mehr, als wir jetzt haben. Ja, wir, also 3 Jahre Arbeit, doch, natürlich. Genau, wenn wir zurückgehen auf Feld 1, dann wird immer jeder Bezirksrat wird selber entweder Verordnung von Gemeinden sanktionieren oder wird sie genehmigen. Das ist so, die Stadt Zürich musste mit dem Bezirksrat schmerzlich erleben, dass ihre Vorlage, wo sie, also ihre Verordnung, die sie gemacht haben, vom Bezirksrat halt eben nicht genehmigt worden ist. Jetzt, wir haben einfach wieder ein Flickenteppich, jeder macht halt so, was er so macht. Oder? Und das finde ich für den Rechtsstaat, brauchen wir Rechtssicherheiten, zumindest über den Kanton Zürich, ungefähr gleich in den Modalitäten. Gut, da sind wir uns ja einig. Wir machen einen Schritt, Linda Kamenisch, auch bei der zweiten Vorlage, die diskutiert wird, geht es um eine Kompromisslösung. In einer aktuellen Meldung von heute Morgen bei der Kantonspolizei über eine grössere Verkehrskontrolle im Raum Bassersdorf steht, dass man im 80er-Bereich bei 8 Personen Geschwindigkeiten zwischen 102 und 133 Stundenkilometer gemessen hat. In dieser Meldung ist zwar das Alter von diesen 8 Personen angegeben, Nationalität ist aber nicht kommuniziert. Ist das jetzt richtig oder falsch aus Ihrer Sicht? Ich befürworte die Transparenz, dass man bei solchen Polizeimeldungen und bei Delikten, jetzt nicht nur ein Verkehrsdelikt, sondern generell, dass man dort halt Nationalität nennt. Man sagt auch, wenn es ein Schweizer war, es steht dann auch, es war ein Schweizer Einbrecher gewesen oder weiss nicht was. Ja, ich bin für die Nennung und ich bin für die Transparenz. Stichwort Transparenz. Warum ist aus Ihrer Sicht, Herr Schmid, die Informationspflicht da zweitrangig?
sie wird ja vorwiegend... Oder anders gesagt, wieso sagen wir das Alter und Nationalität nicht? Also was bringt das Alter und Nationalität nicht? Also wir haben jetzt ja von der CVP entschieden, dass wir für den Gegenvorschlag sind vom Kantonsrat. Das heisst, die Polizei kann die Nationalnennungen vornehmen. Ich glaube schon, die Polizei muss sich extrem bewusst sein, was sie damit auslöst. Oder? Denn wir haben, wenn wir also Statistik... gerade bei Verkehrsdelikt nur auf Anfrage. Ja, oder? Das ist ja recht so. Oder? Natürlich, die Gravität des Delikts soll darüber entscheiden, ob die Polizei mit der Nationalität soll einen erweiterten Faktor liefern oder nicht, als Informationsfaktor und so weiter. Muss es aber schon sehen. Also, wenn man über Unfallstatistiken redet, vom Bau und so weiter, dort werden einmal die Nationalitäten nicht genannt. Also, man muss aufpassen, dass man mit solchen Informationen über Ausländer oder Schweizer in solchen Meldungen nicht sinnlose Aversionen schürt oder Aussagen macht, die eigentlich nicht relevant sind. Ich werde dem Gegenvorschlag vom Kantonsrat zustimmen, nicht mit grosser Begeisterung. Ich hoffe, dass die Polizei mit dem vernünftig umgeht und dass wir mit Transparenz ganz allgemein, wenn schon beim Delikt, Verkehrsunfall oder bei Kriminalität, dann auch mit anderen Sachen würden die Transparenz bringen, oder? Warum nicht? Also wenn wir sie schon arbeiten wollen, dann müssen wir sie auch ein bisschen breiter arbeiten und nicht nur dort, wo wir Aversionen gegen Ausländer schüren. Das ist so ein bisschen ein Fairness-Aspekt, also der Vorwurf steht ja im Raum, dass die SVP mit ihrer Initiative das einfach aus politischem Kalkül macht und einfach quasi zum Ausländerfeindlichkeit schüren. Machen wir das dann, indem wir Nationalitäten nennen, wie zum Beispiel Verkehrsdelikt? Also es ist durchaus möglich, dass von verschiedenen Personen die Motivation zu diesem Vorstoss bei allen wahrscheinlich eine andere Erklärung ist. Das ist möglich, aber das ist ja bei jeder Vorlage so. Oder also das schönste Beispiel ist ja jetzt im Zusammenhang mit dem NICAP-Verbot, also Verhüllungsverbot, oder? Jeder hat einen anderen Grund, um dafür oder dagegen zu sein. Aber da muss ich wirklich sagen, es geht wirklich um Transparenz und eigentlich nicht nur um die Nationalität. Die kommt einfach noch dazu. Weil was machen wir dann jetzt schon bei diesen Meldungen? Also ich meine, man könnte auch sagen, ja, da werden die Senioren diskriminiert, weil ständig steht in den Statistiken, dass über 75-Jährige machen mehr Unfälle dann und dann und so, was sich ja nachher dann gleich nicht bewahrheitet. Es ist einfach eine Aussage, dass wenn in einem Verkehrsunfall zwei Geschädigte sind und dann wird ihnen vermerkt, es ist ein 75-Jähriger und es ist ein 48-Jähriger, oder? Das geht ins Gleiche rein, wie man auch versucht, zum Teil das vielleicht auszuschlachten im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen von ganz jungen Fahrern, oder wo man alle in die Schubladen rein tun von Raser, was ja auch nicht stimmt, oder? Darum, es ist einfach ein Kriterium mehr, das angegeben wird in dieser Meldung. Und ich meine, ich finde sowieso, jetzt bei Verkehrsunfällen, Das ist vielleicht vernachlässigbar. Also ich finde viel mehr, dass man sieht bei schwereren Delikten, oder? Dass man einfach dort schon ein bisschen sieht, in welche Richtung geht eine Tendenz von einer vielleicht gewissen Bevölkerungsgruppe. Das kann aber durchaus auch mal heissen, dass man sieht, ja, dort sind es mehrheitlich Schweizer, die diese und diese Delikte machen, oder? Aber wenn man schon so eine Meldung macht, der Otto-Normalverbraucher, wenn er das liest, der will doch einfach möglichst viele Angaben im Zusammenhang mit dem Täter. Ja, der Otto-Normalverbraucher, oder? Aber wir müssen sehen, dass wir mit solchen Informationen eine unreflektierte Reaktion erzeugen können. Warum bin ich trotzdem dafür? Weil ich einfach glaube, ein liberaler Staat muss das können auch aushalten. Wir müssen eine Kompetenz bei der Bevölkerung anbringen, dass die Leute mit solchen Informationen umgehen können. Die können richtig werten. Nicht gerade sofort aufgrund von zwei, drei Meldungen meinen, oh, es sind Stigmatisierung, es sind wieder die Ausländer gewesen, sondern einfach wirklich mit den Informationen umgehen können. Das erwarte ich ja in einem transparenten Staat. Ja, generell von den Leuten. Es fordert ein bisschen natürlich Kompetenz, sozial und politische Kompetenz von der Bevölkerung. Aber könnte man jetzt nicht auch gerade sagen, dass gewisse Vorurteile eben vielleicht gerade aufgeräumt werden, oder? Weil liest man, ich sage jetzt, Sie haben das Raserbeispiel gebracht, schnelle Auto, jung, also das Alter würde angeben, junge Alter, dann haben alle im Kopf, ah ja, das ist wieder typisch
ich sage jetzt Ausländer oder typisch irgendeine Nationalität und mit einer, und es gibt auch Schweizer, die schnell fahren, auch Schweizer, die rasen, und dann würde man eben gerade so ein Vorurteil nicht schüren, weil es eben ganz klar steht. Ja. Ja, darum stimmen wir ja zu, oder? Aber es braucht wirklich dann halt auch die Fairness. Aber nur, wenn die Medien anfragen, ja, nicht automatisch, oder? Tut man es dann nicht gerade wieder politisch instrumentalisieren? Also wir haben jetzt ja die Vorlage, dass wir sagen, wir haben im Gegenvorschlag, sagen wir jetzt, dass es gesagt wird, oder? Aber das braucht die Eigenkompetenz vom Konsumenten, von Daten, mit dem richtig können umzugehen. Ich finde aber auch, ja, Hand und Kehrung müssen wir ja... Wenn wir jetzt den Rasen nehmen, bei Verkehrsunfällen eben nicht automatisch. Da kann man ja nachher fragen, oder? Das Medium muss die Verantwortung. Medien? Ja, wie sie müssen die Verantwortung übernehmen, ja, und nachfragen, oder? Natürlich, aber tut man dem dann nicht gerade durch das einen anderen Stellenwert geben, wenn die Medien nachfragen und die Medien das bearbeiten und es nicht einfach automatisch als allgemein Information mitgeliefert wird? Ja, die Frage ist natürlich jetzt einfach, sollte jetzt das Medium oder soll man jetzt alles immer kommunizieren? Oder? Eigentlich bin ich da dafür, weil das würde schlussendlich eigentlich auch den Konsumenten dazu bringen, auch zum Beispiel vielleicht bei Risikosachen. Wir wissen, dass Ausländer häufiger auf den Baustellen verunfallen als wir Schweizer, weil sie halt einfach risikoreiche Arbeit uns abnehmen. Das finde ich, das sollte man durchwegs auch kommunizieren. Das ist positiv in dem Sinn im Bereich von Verantwortungsübernahme durch ausländische Bevölkerung getragen in der Schweiz. Warum nicht auch das im Gesundheitswesen immer wieder erwähnen? Somit hat man eigentlich vielleicht da ein bisschen mehr negativ koniert, also negativ besetzte Botschaften über Ausländer, aber im anderen Bereich vielleicht wieder positive. Die Transparenz muss gegeben werden, dass kein Misstrauen entsteht. Da bin ich überzeugt. Aber es fordert von uns als Bürger von einem liberalen Staat halt doch eine gewisse Kompetenz, mit so Informationen umzugehen und nicht zu erleiden an einer Stigmatisierung und einem Vorurteil. Also Linda Kaminisch, ganz konkret. Warum ist die Nationalität von einem Tatverdächtigen eine wichtige Information, wenn man jetzt dem zugelassen hat von Lorenz Schmid? Es ist eine interessante zusätzliche Information. Also nehmen wir häusliche Gewalt, oder? Dann nehmen ja viele Leute immer gerade an, das sind jetzt sicher Ausländer gewesen, oder? Wenn man wieder etwas hört, wenn das ist sowieso so ein schlimmes Wort, wenn es heisst erweiterter Suizid, wo ich finde, das ist es nicht. Es ist ein Mord an der Frau und an den Kind und nachher macht der Täter allenfalls noch Selbstmord. Oder? Schon diese Selbstformulierung stört mich im Fall. Ich will das ganze Thema einfach nicht den Journalisten überlassen und je nach Ausrichtung, wie der Journalist tickt, komme ich diese Information über oder die. Ich will eine umfängliche Information in diesem Zusammenhang und da gehört halt nur mal die Nationalität dazu. Übrigens bei den Unfällen steht meistens, wenn irgendwie auf dem Bau mit einem Lift oder irgendwie, steht meistens, es war ein Portugies gewesen, oder es war ein Italiener gewesen, oder so. Das steht. Aus welcher Polizei, genau. dass die Meldung kommt? Oder? Ja, nein, und das ist im Zusammenhang, dann geht es ja noch weiter, weil die Medien schlachten ja dann die Geschichte noch aus und dann nachher geht der Journalist und recherchiert noch und dann kommt die Nationalität dort rein ebenfalls vor. Und das finde ich auch richtig. Und den Punkt hast du gemacht voran. Ja, das soll man so auch wissen. Eben darum sehe ich einfach nicht, warum dass man sich denn da wehrt. Weil es steht ja dann genauso, wenn man sagt Nationalität, heisst ja nicht, dass dann nur der und der und der Ausländer genannt wird. Es steht dann auch, es war ein Schweizer gewesen. Also, ja. Wo ist das Problem? Es ist ein Charakter, der zum Mensch gehört, wie alles andere auch und so weiter. Ich glaube, wir müssen mit diesen Informationen gut umgehen. Und wenn wir anfangen, jetzt einfach bei der Nationalität zu sagen, halt, da hören wir jetzt auf, dann müssen wir relativ schnell vom Alter her wahrscheinlich Einschränkungen machen. Mann und Frau, warum nicht? Oder? Das ist ja natürlich auch ein. Warum ist es immer ein Mann, der sexuelle Gewalt ausübt? Nein, es kann ja auch Frauen sein. Und es ist auch nicht immer nur die Frau, die falsch parkiert. Genau. Zum Beispiel, das sind also alles so stigmatisierte Vorurteile. In dem Sinn ist, glaube ich, ja. Müssen wir in dem Staat mit solchen Informationen umgehen können. Genau. Und die Medien müssen sie auch richtig verwerten. Das ist, glaube ich,
Die Medien müssen Verantwortung übernehmen. Und wenn man einfach Informationen ihnen vorenthält, dann müssen sie nicht einmal eine Verantwortung übernehmen. Die können es einfach noch kisten und können es einfach nur die Mitteilung abbilden, die die Kantonspolizei rausgeht. Das also, ist nicht so. Verstehe ich das richtig? Wir sind uns einig. Ja, wir sind uns einig. Gut, ja, natürlich. Schön. Nein. Wir sind ja, wir haben ja den Gegenvorschlag vom Kantonsrat mitgetragen, oder? Aber ich muss schon sagen, man muss auch mit aber anderen Informationen... Aber ein bisschen Unwohl, so spüre ich sie, also voll dafür, ein bisschen Unwohl ist es ihnen schon, weil sozialer und wirtschaftlicher Hintergrund stigmatisiert könnte werden. Genau. Nein, es birgt ein Risiko in sich. Die Stadt Zürich wollte es einfach verbieten, weil sie einfach kein Risiko mehr in Kauf nehmen wollte. Ich glaube, das Leben ist interessant, weil es risikoreich ist, aber wir müssen mit dem umgehen, oder? Und das fordert sowohl vom Konsument, der die Zahlen und die Transparenz einfordert, wie auch von den Medien, fordert das eine gewisse Reife. Ich bin für die Reife und ich mute sie notabene auch im Kanton Zürich zu tun. Also das heisst, man darf über Nationalitätennennungen reden, ohne gerade ausländerfindlich oder rassistisch zu sein. Genau, das ist der Punkt. Gut, also jetzt zum Schluss machen wir es ein bisschen weiter und ein bisschen ausführlicher, als wir das sonst an dieser Stelle machen, und zwar einfach der Komplexität von diesen Vorlagen geschuldet, respektive am richtigen Abstimmen. Linda Kameni, das richtige Abstimmen ist jetzt einmal besonders wichtig. Wie stimmt man jetzt beim Sozialhilfegesetz, wenn man jetzt gefunden hat, mal, ich möchte eigentlich, dass die GPS-Tracking haben, ich möchte auch, dass die unangemeldete Hausbesuche machen. Was muss man dann stimmen? Dann muss man Nein stimmen. Weil das Referendum ist ergriffen worden und das Referendum sagt immer Nein zu einem Gesetz. Das heisst, man stimmt Nein beim Gesetz? Genau. Gut, Lorenz Schmid. Okay. Ich stimme Ja. Vergleich, ja. Und was genau? Aber Sie stimmen Ja. Und was ist der Vergleich oder die Verbesserung zu der aktuellen Lage? Ja, ich habe lieber den Spatz in der Hand als Tauben auf dem Dach, oder? Ich will. Also nützt dann etwas, wenn ich Ja stimme? Wenn ich Ja stimme, dann habe ich eine Gesetzesgrundlage für Sozialdetektive. Nicht in dem Ausmaß, wie sie vielleicht notwendig ist, dass man nur muss halt zusätzlich jetzt die Polizei bemühen in einem Strafvollzug. Gut, also das heisst aber, ich habe einfach eine kantonale Regelung, eine Gesetzesgrundlage, und sonst macht einfach jede Gemeinde weiter wie bisher. Nein, sie macht, der Sozialdetektiv wird eingesetzt über den Bezirksrat, und der Bezirksrat fördert eine gewisse Einheit in der Erteilung von Gesuchen. Gut. Bewilligung von Gesuchen. Also, und jetzt bei der Nationalitätenernennung ist es gerade noch mal ein bisschen schwieriger, weil da stimmen wir über eine Initiative und dann über einen Gegenvorschlag ab und dann noch, welcher soll in Kraft treten, wenn beide würden angenommen werden. Kurz, was ändert, wenn man die Initiative würde annehmen würde? Dann würden wir auch noch kriminelle Akte würden von der Polizei noch gemeldet werden, auch für Schweizer, eingebürgerte Schweizer mit Migrationshintergrund. Das würde also lauten, denn irgendwie ein Schweizer mit Migrationshintergrund, Mutter Albanien, Vater Türkei und ich weiß nicht, das würde eine ellenlange Mitteilung werden über einen Familienbaumstamm, oder? Das ist nicht zielführend. Schweizer ist Schweizer. Sobald man eingebürgert ist, kommt es zu keiner Nennung mehr von anderen Migrationshintergrundzweigen. Das ist die Initiative der SVP, die will das eben haben. Und der Gegenvorschlag vom Kantonsrat ändert eigentlich am momentanen Status nicht. Genau. Was komme ich über, wenn ich beim Gegenvorschlag Ja sage und bei der Initiative Nein? Einfach ein bisschen etwas Abgeschwächtes, als die Initiative hat wollen. Also, ich muss wirklich sagen, ich kann das ziemlich unverkrampft sagen. Die Initiative war ja der Anstoss an das Ganze. Ich kann zu dieser Initiative Ja sagen. Ich kann aber auch zum Gegenvorschlag Ja sagen. Und dann sehen wir ja, was die Bevölkerung vorzieht. Weil dann kann man sich nachher am Schluss entscheiden, noch, wenn beides angenommen wird, welches wollen sie denn? Weil ich befürchte eben schon, dass viele Leute sagen, ja nein, das will ich nicht, ich will die Nennung nicht, eben aus all diesen Gründen, die vorhin Lorenz Schmid gesagt hat. Ich finde es aber einfach nötig und darum, es ist gut, haben wir die Initiative, es ist aber auch gut, haben wir den Gegenvorschlag und dann kann man sich Gedanken machen, ob man
die harte Version oder eine abgeschwächte. Gut, am 7. März wissen wir mehr. Linda Kamenisch, Lorenz Schmid, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Das ist das Abstimmungskonkret zum Zürcher Sozialhilfegesetz und zu der Nationalitäteneinigung bei den Polizeimeldungen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Diskutiert haben die beiden Zürcher Kantonsräte, Linda Kamenisch von der FDP und Lorenz Schmid von der CVP. Weiter geht es jetzt mit TLZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. We'll be right back.